natürlich. Weil der war nicht groß, war ihr klein. Er behauptet ihr von den Kleinen, einer der Größten zu sein. Seine Frau, die Marie, sah noch ganz gut aus wie ihr Alter. Und wenn sie mal was sagte, dann meist. Mein Gott, mein Gott. So alt seid ihr doch noch gar nicht. Das ist 35 Jahre alt. Weil er liebte sein Leben, war meist unbeschwert. Und wenn er mal was machte, machte er es meist verkehrt. Beim Frühstück warf er die Kaffeekanne um, zum Glück war es nur kalter. Marie sagte wieder einmal, Walter wollte und ließ das Haus in Ordnung versetzen. Und macht einer was kaputt, muss er den Schaden ersetzen. Meist musste Walter dies tun, wie gestern den Feuerlöscherhalter. Als er es beichtete, sagte Marie, mein Gott, Walter. Hey, Ekstase in Berlin. Ja, das Leben verlangte Walter schon eine Menge ab. Und sein Pech verfolgte ihn sogar bis ins Grab. Denn sein Sarg litt den Trägern aus den Händen, auf dem Boden knallt er. Der Pfarrer rief entsetzt, mein Gott, mein Gott. Nun steht Walter ganz allein vorm Himmelstor und kommt sich eigentlich ziemlich einsam vor. Petrus sieht durch das Guckloch, drauf verliert den Halt er. Zum lieben Gott ruft er nach hinten.